kommt auf unsere Ressourcen an. Irgendjemand trödelt hier. Also ja, ich, weil ich nur rumstehe und kommandiere, aber das ist nicht der Punkt. Die Roboter trödeln. Und so. Na, Zink wird auch ziemlich... Ups. Dumm, die dumm. Gut, rechts, rechts, links. Zink wird auch recht schnell hier weggeklaut. Also es war auch irgendwo wieder ein Mangel, den ich erst in 10 Folgen mitbekommen hätte und mich dann gewundert hätte, oh, warum kommt denn Produkt XY nicht mehr? Ah, sie kann Zink. Das ist jetzt also auch schon mal provisorisch oben. Gut. Gut, 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 gut. Wie sieht das Begrünen aus? Wir hatten hier mehrere Blueprints gesetzt. Wurden die inzwischen alle gefüllt oder haben wir jetzt irgendwo Lücken? Sieht gefüllt aus. Okay, Strom. War gerade unten, aber es war auch bis eben Nacht. Die sind jetzt erst angegangen, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt füllen die sich nicht mehr, weil es regnet. Ja, Regen ist echt doof. Sehr, sehr doof. Was fehlt da unten? 6 von denen. Oh. Tu die mal da rein und fordere die kurzfristig nicht an, sonst landen die mal gleich über mir. Ich wundere, dass die meckern. Ah, und da würde ich langsam gerne rankommen. Also wir bräuchten hier irgendwo einen Ruheport mit einer noch größeren Reichweite. Allein dafür. Wie viele Liter Tränke haben wir inzwischen wieder? 2000 Liter Pulver neben 1800 Fischen. Ich habe keine Ahnung, wofür wir die Pulversachen da brauchen. Lila Tränke sehe ich allerdings keine. Wird daran liegen, dass... dass unten nur eine Fabrik arbeitet gerade. An der Lila Trankproduktion wegen den Produktivitätsmodulen. Sollten wir auch demnächst fixen. Aber es ist so viel, was gefixt werden muss. Was bräuchten wir für die nächsten Schilde? Nee, das reicht langsam. Forsch mal Produktivitätsmodule MK4. Ja, machen wir. Gerade jetzt bei dem Thema lila Tränke, Artefakte und so weiter, da wären doch bessere Produktivitätsmodule echt schick. Aufstufen kann ich zu denen nicht, weil ich noch nicht die da erforscht habe. Also aufgebaut habe. Habe ich ehrlich gesagt aber auch nicht so wirklich Lust zu. Das heißt, ich müsste jetzt mir eine Ecke suchen für die Flüssigkeiten und das ordentlich aufbauen. Also momentan haben wir ja... Nee, nicht hier. Und dann haben wir hier unsere Säure-Ecke, hier die Lubricant-Ecke. Und wo ist die Ferric Solution Ecke? Da. Das Ding hier neben dem Säure-Ding ist die Ferric Solution Ecke. Das sieht doch echt doof aus. Ja, das muss anders. Naja, wobei. Es wäre fast ein ordentliches Muster, wenn das hier nicht drin gewesen wäre. Das heißt, wenn wir die hier alle wegnehmen und die Rohre hier rumlegen, hätten wir hier 8, also 7 Ferric-Fabriken, einen Ferric-Endkipper und hier dann nochmal 8 Ferric. Ja, das ginge. Also ich glaube, Radex hatte was Besseres vorgeschlagen, aber das ist schon für mich jedenfalls 2 Wochen her. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war was Ähnliches. Das... Ja, halt so einen kleinen Komplex machen für die Flüssigkeiten jeweils. Ich würde es gerne aber irgendwie optisch mehr hervorheben, diese Abtrennung. Da wären wahrscheinlich diese Bodenplatten aus der nächsten Vanilla-Version von Factorio ganz praktisch. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich verschiedene Bodenplatten sind oder einfach nur so ein Einheitsbeton, den man verteilen kann. Dann würde ja wieder alles gleich aussehen. So oder so müsste das hier alles weg. Das heißt, ich nehme jetzt... Haben wir unten schon Kisten und Ärmchen aufgebaut? Ich glaube nicht. Dann klaue ich mir doch mal die hier. Diesen Schwung hier klaue ich mir dann mal. So, und baue ihn unten auf. Damit wir hier oben Platz haben für die ganzen Flüssigkeitsfabriken.
Wobei das unpraktisch ist, dass sie so nebeneinander sind, weil so nebeneinander haben wir schon recht viel verplant. Genau. Hier kommen die ganzen anderen Chips hin. Also ich setze es einfach mal so weit oben hin, dass es hinhauen sollte. Also. Bitte. Muss es gerade abschätzen. Sollte hinhauen. Also die Kiste ist auf der Höhe von dem Fließband, das Fließband auf der Höhe davon. Und ich hätte jetzt gern ein paar Fabriken einfach dazwischen gesetzt, damit ich weiß, wie es später wirklich aussieht. Also da, 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 da. Da sind die Kisten zwischen. Ja, genau, okay. Das heißt, hier ist unsere Kistenproduktion jetzt. Genau wie da oben auch. Hier ist der ganze Platz veranschlagt für Chipproduktion. Was wir allerdings nicht brauchen werden. Ich bin damals davon ausgegangen, dass wir wesentlich mehr hier brauchen. Für die weißen Chips zum Beispiel. Aber 6 Fabriken, die weiße Chips herstellen, reicht vollkommen. Bei den braunen sieht das ein bisschen anders aus. Dafür brauchen wir einfach mehr von, weil halt mehr Sachen sich anfordern. Die ganzen Grundprodukte halt. Aber bei weiß und grün und später blau, da werden 6 Fabriken reichen. So, die Akkus leeren sich. So, naja. Wow. Es regnet immer noch. Okay. Wir müssen das Notfallding hier wieder anschmeißen. Und ja, ich habe gesagt, das Stromdingens wird sich legen und so weiter. Wir brauchen keinen Windstrom und blubdiwupp. Hätte auch funktioniert. Hätte auch gestimmt, wenn es seit 3-4 Tagen durchregnen würde. Bestimmt irgendwas verbuggt. So. Du, warum machst du nichts? Warum sind da Ärmchen zwischen? Nein, auf, geh, weg, geh. Mehr Rohr. So. Die sind alle voll mit heißem Wasser. Das heißt, jetzt sollte Strom kommen. 5.5, 5.4, 5.3. 5.0. Wir müssen irgendwas abkappen. Alle Fabriken hier unten. Das geht ganz einfach. Bup. Jetzt verlieren wir auch die Stromgewinnung von hier unten, aber glaubt mir, der Stromverbrauch von unten sollte das ausgleichen. So, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir stellen jetzt zwar kurzfristig nichts her, aber ist mir egal. Wir müssen erstmal das wieder auffangen. Ja, Hammer. Hammer, dass wir das so schnell verbraucht haben. Das heißt, ihr werdet jetzt erstmal wieder eine Weile laufen. Das ist okay. Und die gehen viel zu langsam hoch, die Akkus. Ich teste mal nur ganz kurz, jetzt wo es wieder Tag ist, ob das vielleicht doch hinhaut. Lädt sich sogar schneller auf, weil jetzt die ganzen wieder mit drin sind. Ja. Also es hing wirklich an dem doofen Regen. Gut, Ausrede gefunden. Wie schaut es hier unten aus mit euch? 100 Stück davon, 100 Stück davon. Und hier jeweils die angeforderten 50 Stück. Forder mal ruhig mehr davon an. Damit wir uns hier eine gute Übersicht machen können. Okay. Und gib dem Upgrade-Planer eine neue Chance. Dafür bräuchte ich nur einmal einen gelben, einen grünen, einen gelben, einen grünen. Weil der Fehler, den wir das eine Mal hatten, war kein wirklicher Fehler. Es war einfach nur, dass ich nicht genug Roboter hatte, war es, glaube ich. Also, Upgrade from Capacitor 2 zu Capacitor 3 und von Solar Panel 2 zu Solar Panel 3. So, alle bitte wieder hinsetzen. So, so und so. Und dann ein Upgrade Dingensbums bauen.
du weg. Und jetzt sollte das schon funktionieren, richtig? Ich sehe da keinen Auftrag und keinen... Ich habe es nicht gespeichert. So. Also von dir zu dir, von dir zu dir. Save Changes. Gut. Alles wieder auf Ausgangsposition. So. Upgrade. Und ich sollte jetzt nicht zu viel auf einmal upgraden, sonst verhaspeln die Roboter sich wieder, richtig? Ich teste. For Science. Also eventuell könnten jetzt mehr Roboter versuchen, das raufzusetzen, als Roboter da sind, die es abreißen können, was drunter liegt. Von dem, was sie aufsetzen können. Zum Beispiel hier, die sind jetzt alle in Wartepositionen. Und warten so lange, bis ein Roboter kommt und unter ihnen das wegnimmt. Also hier, ich muss immer noch aufpassen, dass ich da nicht Fehler mache. Und ich denke, das wird schon mal 16, 32, 4, ja, das waren schon fast unsere Vorräte, die wir hatten. Am grünen Zeug. Aber guckt euch das mal an. Grün, 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 grün. Also die Wand nach Westen ist noch recht lang. Also wir haben nur noch was zu ersetzen. Aber hätte was. So. Ich meine, hat was. Dass wir schon so viel ersetzt haben. Muss allerdings auch sein, wie wir gesehen haben, wegen Strom. Ja, und das gefällt mir gar nicht. Deswegen nehme ich jetzt hier. Wo waren die Module drin? Da. Die nehme ich jetzt alle raus. Das heißt, wir kriegen jetzt nicht ganz so viele Superkondukte, aber. Ist dann halt so. Ebenfalls Idee wäre die Mischung aus Geschwindigkeitsmodulen und Stromsparmodulen. Wobei ich echt dachte, dass wir so Hightech-mäßig langsam davon wegkommen, dass wir Strom sparen müssen und so Öko-Zeug machen. Also voll bäh. So, Forschung war durch. Ja, also in den nächsten Folgen werde ich weiter daran arbeiten, dass oben alle Fabriken wegkommen und dann hier schöne Abteilungen machen für die Flüssigkeiten. Also zum Beispiel, warum so viele Fässer? Achso, weil das Ganze leicht wieder eingelagert wird. Ja. Die Repair Packs müssen wir auch machen. Also das hier alles möglichst weg. Einfach nur weg. Alles, was nicht entweder Fabric Solution braucht oder Schwefelsäure. Wobei ich Schwefelsäure auch einen Tick nach oben verlagern werde. Und das Ganze hier wahrscheinlich auch noch einen Tick nach links. So dass wir hier Ferric Solution haben. Ja, weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall immer gleich große Blöcke. Für Ferric Solution, für Schwefelsäure und für Lubricant. Wobei Lubricant ist echt nicht so viel. Also reichen vielleicht 8 Fabriken. Für Lubricant, 16 für Ferric und Schwefelsäure, da reichen auch 8, oder? Bin ich mir nicht sicher. Und es soll doch expansionsfähig sein. Also vielleicht so hinstellen, dass die Ferric-Geschichte, dass die linke Seite der Ferric-Geschichte nicht hier ist, also diese Linie hier, sondern dass sie hier lang läuft. Sodass, wenn wir sie irgendwann mal nach unten oder so erweitern, dass dann nicht die Dinger da am Weg sind. Ja, also das wird wieder recht viel Umgebau sein, aber ich denke langfristig wird es gut sein. Vor allem können wir dann auch mal alle Fabriken und Rezepte, die die Flüssigkeiten brauchen, in größerem Maßstab herstellen. Dass wir uns jetzt nicht Gedanken darüber machen, haben wir jetzt immer genug Kobaltzeug oder haben wir immer genug von den Chips oder was auch immer. Dass das auch alles Overkill-mäßig mit den Flüssigkeiten versorgt wird. Dann sollte ich als nächsten Schritt sicherstellen, dass immer genug Flüssigkeiten da sind. Und auch bei den Flüssigkeiten mal gucken, was wir überhaupt noch brauchen. Weil Leichtöl brauchen wir nicht. Schweröl brauchen wir nicht. Lubricant können wir direkt replizieren. Brauchen wir auch keine Ölraffinerie für. Petroleumgas brauchen wir für die Plastikproduktion. Plastik können wir theoretisch auch replizieren. Das heißt, wir könnten das wirklich abreißen. Demnächst. Würde recht viel Platz hier freimachen. Wo wir denn unser schönes Fabrikmuster erweitern können. Was ich übrigens mega geil finde. Also ich finde es sehr schön, dass wir kein Strommastmuster mehr brauchen.
Beziehungsweise, dass wir eins haben, das jetzt aus 6 Aug-Stations besteht. Das finde ich sehr schön. Dass man da wirklich wesentlich flexibler ist. Was ich allerdings noch viel schöner finde, sind diese 100.000 Fabriken, die alle im selben Muster angeordnet sind. Und das wird später alles zu sein. Das wird kein Millimeter Platz haben. Überall werden Fabriken sein, die irgendwas herstellen und Ärmchen, die irgendwas hin und her reichen. Und alles gleichmäßig. Schön, 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 schön. Ja, aber Zusammenfassung für nächste Folge. Weiter begrünen Richtung Westen, damit Strom, ne, endlich mal ein bisschen besser läuft. Dann gucken bei den Modulen weitermachen. Wobei den Modulen können wir erst weitermachen mit den Logic Boards, wenn wir die Ferric-Sache gemacht haben. Also das Ferric wirklich hohe Priorität, Geogon in Zukunft hohe Priorität. Und bei der Forschung entweder ein bisschen zurückhalten, damit die Ressourcen sich mal ein bisschen entspannen. Oder in eine der Richtungen gehen. Entweder Power Armor, Module oder Fabriken, ja, gerade erst, oder? Warum habe ich die Fabrik nicht erbaut? Die Fabrik. Oder irgendwelche anderen Sachen. Da finden wir schon noch was. Also bis gleich.